Mit dieser unglaublich traurigen Musik öffnen wir die heutige Konzertandacht wieder live aus St. Nikolaus. Wir sind hier oben gerade so mit dem Mindestabstand versammelt, wieder unser Team auf der Empore. Die ist eigentlich sehr klein, aber wir kommen gerade so hin und wollen für Sie wieder eine knappe Dreiviertelstunde bis Stunde heute mit einer besonderen Unterhaltung bei Ihnen zu Hause sein. Ja, heute könnte man sagen, musikalisch ist das die Konzertandacht der extreme, extrem trauriger Einstieg. Und das dritte Stück wird extrem, ja, Nikolai Gerschak hat gesagt, brachial sein. Also eine ganz besonders aufwühlende Musik. Und den Schlussakkord bildet dann Meister Bach. Der ist, glaube ich, immer dabei gewesen bis jetzt mit einer fantastischen, ja, Abschluss unserer heutigen Session hier oben. Mein Programm ist wie immer, am Anfang gehe ich ein bisschen aufs Aktuelle ein, dann werde ich aus der Bibel vorlesen, zum Sonntag passend, und dann noch in einem dritten Teil ein paar Gedanken dazu äußern. Ja, traurig haben wir angefangen, obwohl die österliche Zeit gerade eigentlich alles prägen sollte. Mich hat das Thema Tod auch deswegen angesprochen, weil statistisch ist der Tod ja nicht wirklich so bedeutsam für uns persönlich. Ja, wir sehen Zahlen, sind vielleicht auch bestürzt darüber, aber wenn die Zahlen dann konkret werden, dann wird es nochmal anders. Seit dieser Woche kann man wieder ordentlich Menschen bestatten, und vielleicht denken wir auch an Beerdigungen, auf denen wir schon waren, wo wir solidarisch trauern. Also den Menschen, der da beklagt wird, den kennen wir vielleicht gar nicht. Wir wissen nur, das war der Vater oder der Freund von einem unserer Freunde, einem unserer Bekannten. Und deswegen sind wir da, um dem Rückhalt zu geben. Da steckt einen die Trauer schon ein bisschen mehr an, und ganz anders sieht es dann nochmal aus, wenn man wirklich einen Menschen verliert und um den besonders trauert, der einem nahegestanden ist. Ja, vielleicht ist es Ihnen auch schon so gegangen, nicht jeder kennt ja die Erfahrung, aber wenn ein lieber Mensch stirbt, ein Mensch, mit dem man sehr, sehr viel verbunden hat, das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer, als wenn irgendjemand stirbt, der sich hinter der Statistik eines Riesenstaates wie Deutschland verbirgt. Der zweite Gedanke ist, die Bild-Zeitung bricht die Zahlen immer ganz stark herunter. Man kann die Statistiken dort anschauen, und dort ist zu sehen, dass in Baden-Württemberg aktuell etwa 180 Menschen unter Beatmung stehen. Ja, die Zahl, die packt einen nochmal ganz anders. Da liegen Menschen, die sind nicht bei Bewusstsein, die sind intubiert. Und ja, ich muss es so zuspitzen, wenn vielleicht die, die jetzt gestern 5000-fach demonstriert haben in Stuttgart, vielleicht mal daran denken könnten. Das sind ja keine Fake News oder sind ja keine Dummies dort im Krankenhaus und werden auf und ab bewegt, damit es irgendwelche grausigen Bilder gibt, um die Menschen einzuschüchtern, sondern die Angehörigen von denen, die können die gerade nicht besuchen. Die sind irgendwie angewiesen, dass Klinikseelsorger ihnen berichten, ja, der Papa, der liegt da noch und er ist stabil, mehr kann man ja oft nicht sagen, das ist ja oft die beste Nachricht. Ja, wenn man das mal so gegenüberstellt, dass jemand sagt, das ist alles nur vorgeschwindelt, alles übertrieben, alles Kokolores, alles Quatsch, und auf der anderen Seite leiden 180 Menschen hier in unserem Land, im Bodenseekreis sind es ganz wenige nur, aber trotzdem, die Menschen gibt es, und woanders auf der Welt gibt es nicht mal Betten, um Menschen zu behandeln. Und wenn man jetzt noch sagt, die wären sowieso gestorben, also da möchte dann ich demonstrieren und sagen, geht's eigentlich noch? Ja, mit diesem etwas engagierten Auftakt wollen wir jetzt in die zweite Musik reingehen. Bis gleich. Thank you.
Lesung aus dem Johannesevangelium. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, der für immer bei euch bleiben soll, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Ihr aber kennt ihn, weil er bei euch bleibt und in euch sein wird. Ich werde euch nicht als Waisen zurücklassen, ich komme zu euch. Nur noch kurze Zeit und die Welt sieht mich nicht mehr, ihr aber seht mich, weil ich lebe und auch ihr leben werdet. An jenem Tag werdet ihr erkennen, ich bin in meinem Vater, ihr seid in mir und ich bin in euch. Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Wer mich aber liebt, wird von meinem Vater geliebt werden, und auch ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Thank you.
Ja, Sie konnten es nicht sehen, nicht zu viel versprochen, wirklich brachiale, aber auch irgendwie faszinierend schöne Musik. Der Deckel hier an der Orgel hat regelrecht gezittert bei dem gerade eben eingespielten Stück. Ja, wir haben ja die Woche so einen kleinen Impuls bekommen in der Schwäbischen. Der Feuilletonist Harald Ruppert hat darüber geschrieben, von dem Ersatz dieser Andachten und der medialen Angebote, wie das weitergeben kann, wie das weitergehen kann, ob es da eine Art Entwicklung gibt, ob wir weitermachen, auch wenn jetzt wieder Gottesdienste stattfinden. Und ja, die Antwort ist eindeutig ja. Bisschen kontrovers war die Reaktion drauf, ob wir das Format so ein bisschen lockerer aufsetzen sollen, also vielleicht sogar, dass wir beide was sagen, aufeinander reagieren, vielleicht ein bisschen spöttisch, wie das in manchen YouTube-Formaten ja so läuft als Dialog. Bisschen witziger, die Reaktionen waren sehr unterschiedlich. Manche konnten es fast nicht erwarten und manche haben gemeint, es wäre totaler Blödsinn. Also wir sind noch ein bisschen verhalten. Wenn Sie Interesse daran haben, dass wir das Format stark verändern, dann schreiben Sie uns doch einfach. Dann wissen wir auch so ein bisschen, auf welchem Weg wir weitergehen sollen. Also heute bleiben wir mal noch etwas normaler. Und jedenfalls danke für diesen Impuls von außen. Und auch für das Interesse nach wie vor. Und wir bleiben dran, auf jeden Fall mit schöner Musik und mit immer relativ aktuellen Gedanken. In der FAZ, Sie sehen, wir machen heute einen richtigen Pressespiegel. In der FAZ ist geschrieben worden, die Bischöfe schweigen. Und es ging so ein bisschen darum, dass die Bischöfe sich ja oft zu vielen gesellschaftlichen Fragen normalerweise zu Wort melden. Und auch gerade in den großen Dankgesang einstimmen gegenüber allen Menschen, die in relevanten Berufen besonders herausgefordert sind, aber dass sie in theologischer Hinsicht gerade nichts sagen. Und ja, ich fühle mich nicht direkt dadurch angesprochen, aber man darf ja auch sich melden, wenn man die Frage nicht gestellt bekommen hat. Und es wurde dort weiter resoniert drüber, ob denn nicht diese dunkle Seite Gottes auch ins Spiel gebracht werden müsste. Also nicht nur der liebe Gott, den wir ja gewohnt sind, von dem zu hören, sondern ob das Ganze jetzt gerade nicht eine Strafe Gottes auch sei und die auch ins Wort gebracht werden müsste. Es fiel auch das Stichwort der Heimsuchung. Es hat mich sehr inspiriert. Heimsuchung taucht in der Bibel in zweierlei Hinsicht auf. Das eine Mal kommt Maria zu Elisabeth und besucht die, also eine Art Hausbesuch, so könnte man sagen. Und während die beiden Frauen sich begegnen, da hüpfen ja bekannterweise dann die Babys, die Ungeborenen in ihrem Leib und erkennen sich sozusagen auf ihrer heiligen Mission. Jesus und Johannes der Täufer sind ja sozusagen noch nicht ans Licht der Öffentlichkeit getreten, aber sie reagieren schon auf den Hausbesuch der Gottesmutter bei ihrer Base Elisabeth. Ja, das ist die eine Heimsuchung. Und die andere ist im Sinn von Prüfung, von Schicksalsschlag. Und das könnte man ja wirklich auch so begreifen, dass die gegenwärtige Krise ja wirklich eine Art Heimsuchung ist. Die Frage ist, ob Gott uns in der Form heimsucht, dass er uns nur prüft, oder ob es nicht vielleicht doch so eine Art Hausbesuch ist. Also ich nehme den Gedanken wirklich gerne auf und möchte sagen, das stimmt, wir dürfen das nicht nur ausblenden und auf die menschlichen Werke jetzt gerade abzielen. Schön, dass wir einander helfen, aber es geht auch darum, ob das Ganze irgendeine theologische Dimension hat. Spricht Gott zu uns, kurz gesagt, ja. Und ich habe schon das Gefühl, dass er zu uns spricht mit dieser globalen Krise. Das ist noch immer dünnes Eis, auf das man sich da begibt, wenn man sowas sagt, insbesondere in der heutigen Zeit, wo wir in der Tat lieber die allerliebsten Sachen von Gott hören und nicht so sehr die prüfenden, schwierigen. Aber wenn ich denke, was diese Krise auslöst weltweit, wie viele Menschen da auch hart betroffen sind, viel härter als wir hier im Bodenseekreis in Deutschland, dann könnte man sich vielleicht schon seine Gedanken machen. Und was sagt denn da Gott, ja, wenn wir das mal versuchen zu deuten? Vielleicht muss man vorwegschicken, dass man sich die Sache ein bisschen genauer anschaut. Warum ist die Krise überhaupt entstanden? Weil der Mensch durch seine Ausdehnung seines Lebensraumes den Habitat, also den Lebensraum vieler Tiere, unglaublich eingeschränkt hat. Nicht nur im brasilianischen Regenwald, sondern ja auch in Asien. Die Tiere flüchten quasi aus den immer weniger werdenden Wäldern und besiedeln dann zum Teil die Stadtparks. Und dort kommen dann super angepasste Geschöpfe,
die mit dem Coronavirus seit vielleicht Tausenden von Jahren schon gut auskommen und leben, so wie wir mit der Grippe. Jedes Jahr schaukelt sich das hoch, der Virus wird besser, aber unser Immunsystem wird auch immer besser. Das sind ja die Fledermäuse und andere Wesen der Lüfte und des Waldes, sind da ja ideal darauf angepasst. Das macht denen auch nicht so viel aus wie uns. Aber durch das, dass sozusagen jetzt die Fledermaus unser direkter Nachbar wird, springt ein solcher Virus über und für uns wird es dann richtig gefährlich. Und das ist ja so der Ursprung der aktuellen Krise, nebst Klimawandel, nebst Umweltzerstörung. Ja, und die Krise sagt aus meiner Sicht ganz eindeutig, wenn wir da Gott auch dahinter stellen, hinter diese Aussage, das ist vielleicht ein letzter Schuss vor den Bug. Ihr könnt das Ruder nochmal herumreißen. Und wie ich in einer der ersten Beiträge hier gesagt habe, jetzt wäre eigentlich Solidarität gefragt. Nicht nur jeder für sich, auch wenn das sicherlich im lokalen Raum richtig ist, angepasst vor Ort zu reagieren. Aber es braucht auch diese wirklich große Dimension, dass man zusammenarbeitet, dass man nicht sich jetzt schon wieder den Impfstoff sichert und dass auch dann hoffentlich nicht nur die erste Welt den Impfstoff unter sich aufteilt, sondern dass man genau gleich schnell in Afrika beginnt zu impfen und nicht nur bei uns, die wir es uns leisten können und die wir es entwickelt haben. Das ist nicht nur eine Frage der Nächstenliebe, sondern auch des Überlebens. Und ich glaube, diese Frage kann auch ein religiös nicht aufgestellter Mensch in der gleichen Form beantworten, auch wenn er sagt, die Krise spricht zu uns und wir als Christen, als gläubige Menschen, als Religiöse würden vielleicht sagen, ja, in dieser Krise spricht Gott zu uns. Aber es ist doch, finde ich, eine eindeutige Ansage. Die andere ist, helft einander, ihr seid Brüder und Schwestern. Ich glaube, auch das kann man aus dieser Krise als Botschaft ableiten. Und von dem her ist diese Prüfung, ja, sagen wir mal, sie wäre von Gott geschickt, vielleicht wirklich so ein Weckruf an die Menschheitsgeschichte, dass wir nicht immer nur Grenzen überschreiten, dort wo es gut ist, im Sinn von Neugier, was Neues erfinden, eine Lösung suchen für Dinge, die uns beschäftigen, aber dass wir da, wo wir ständig Grenzen überschreiten, im Sinn von, dass wir was zerstören, dass wir was kaputt machen, dass wir da vielleicht nochmal einen anderen Maßstab in der Zukunft anlegen. Von dem her Heimsuchung, Prüfung, aber auch ein Hausbesuch Gottes. Also der Gott, der an die Tür klopft und an unser Gewissen appelliert. Und dann muss das Gewissen nicht gleich schlecht werden, im Sinn von, ja, wir haben es eh schon verbockt und es kann nur noch abwärts gehen, sondern wenn schon Gott meine Haustür aufsucht, nicht nur an Weihnachten, sondern auch jetzt durch die Corona-Krise, dann könnte ich ihm auch öffnen und könnte mich auch von ihm inspirieren lassen. Wir feiern jetzt bald Pfingsten, dass wir unsere besten Kräfte in die Waagschale werfen, mit anderen in Dialog treten. Ich fand es toll, dass Ministerpräsident Kretschmer in Sachsen mitten unter die Demonstranten gegangen ist und mit ihnen gesprochen hat und nicht nur mit indirekten Aufeinander-Einschlagungen hier reagiert wird, sondern dass einer den Mut hat, hier wirklich mit den Leuten auch zu reden, auch wenn es manchmal etwas abwegig erscheinen mag. Und ich finde es auch gut, dass ein Polizist in Berlin den Mut hatte zu sagen, Mensch Leute, ihr sagt immer, bei uns wäre alles so schief, aber bei Putin sterben die Leute auch und in Brasilien sterben sie auch. Und nur Nordkorea, da gibt es anscheinend gar keine Toten, da gibt es auch keine Krise. Und wir wissen ja vielleicht, was wir von dieser Lesart zu halten haben. Ja, also miteinander auch streitbar in den Dialog treten ist, glaube ich, auch eines der Gebote der Stunde. Nicht nur schweigend aushalten, demütig das Köpfchen nach unten halten und warten, bis es irgendwann vorbei ist und dann eben auch nicht weitergehen könnte. Das ist ja auch eine Möglichkeit, wie wir aus der Krise rausgehen. Also Aufbruch, neue Ideen. Und als glaubende Menschen kann man da vielleicht nochmal auf eine andere Energiequelle zurückgreifen und darf durchaus, und jetzt sage ich was ganz Frommes, als Katholik auch beten, nachdem ja Gott die Gottesmutter heimgesucht hat im Sinne eines Hausbesuchs. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Jetzt wäre eigentlich Schluss an der Stelle. Ich sehe schon, unser Kameramann zuckt schon ein bisschen, will überblenden, aber ich habe noch ein bisschen Ansage zum Schluss. Die Gottesdienste sind wieder und wir haben diese Woche auch einen Feiertag. Dazu hat ja auch das Evangelium vorhin gepasst. Jesus lässt uns nicht als Weisen zurück.
Und ich mag nur darauf hinweisen, wir haben das ganze Spektrum der Gottesdienste, Mittwochabend, Vorabendmesse zur Himmelfahrt in Kolumban, morgens wie am Sonntag. Wir gehen hier nicht auf Sendung, weil wir nur sonntags unser Programm fortsetzen wollen, aber dann eben auch 18 Uhr und 19 Uhr an Christi Himmelfahrt Gottesdienste. Und wir waren jetzt überall mit 40 Leuten unterwegs. Es hätte noch Platz gehabt für weitere 60. Ich glaube, in allen Gottesdiensten kommen Sie ruhig. Ja. Und das ist auch nicht so schlimm. Und bis jetzt haben wir uns ganz gut vertragen und auch, glaube ich, ganz gut geschlagen mit der Situation. Ich lade Sie herzlich ein, für kommenden Donnerstag oder Mittwochabend zum Himmelfahrtsfest, dass wir wenigstens so ein bisschen in der Spur bleiben und das aufrechterhalten, was uns sonst auch immer wichtig war. Wir sehen uns am nächsten Sonntag wieder. Vielen Dank allen Mitstreitern hier oben. Und das letzte Wort hat, wie angekündigt, schon Meister Bach. Und ich hoffe, Sie bleiben bis zum Schluss auf Leitung und ja, hören oder schauen sich diese wunderbare Musik jetzt an. Bis bald.